Hallo ihr Lieben, seid ihr bereit, den nächsten Weg zum Schritt zum Skat-Champion zu gehen? Dann seid ihr hier genau richtig. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann habt ihr die Grundlagen des Skat auf jeden Fall schon kennengelernt. Und bevor es weitergeht, solltet ihr euch auch unbedingt damit vertraut machen. Das heißt, wenn ihr bisher hier unsicher seid, dann wartet lieber noch ein bisschen mit dem Video und schaut euch das später an, bis der Rest sitzt. Also das Farbspiel solltet ihr beherrschen, das ist, wenn eine Farbe Trumpf ist. Ihr solltet bereits erste Spielerfahrungen hinter euch haben. Das Auszählen der Punkte sollte routinemäßig ablaufen und auch das Zugeben sollte keine Schwierigkeiten bereiten. Habt ihr das alles? Sehr gut. Dann gibt's jetzt den nächsten Spielmodus. Und zwar haben wir ja jetzt in dem Skatspiel immer eine Farbe zur Trumpffarbe bestimmt. Da haben wir uns die Karten angeschaut und gesagt, hey, mit Rot könnte ich gewinnen. Das wird ein Rotspiel. Manchmal ging es gut, manchmal nicht und manchmal wäre Grün die bessere Wahl gewesen. Aber wir haben eine Farbe zur Trumpffarbe erwählt. Und zu diesem Trumpffarbe zählten immer noch diese vier Herren hier, die vier unter, die das Spiel nochmal ein bisschen interessanter gestaltet haben. Im neuen Spielmodus ist es so, dass alle vier Farben gleichwertig sind. Das heißt, es gibt keine Trumpffarbe. Der einzige Trumpf, den es im Spiel gibt, sind diese vier unter hier. Diese andere Spielvariante ist höherwertig und würde dann in der Auswertung auch wesentlich mehr Punkte bekommen, aber auch das später. Das Spiel ist besonders dann sinnvoll, wenn man entweder sehr, sehr viele hohe Karten auf der Hand hat, also Esser und Zehnen, vor allen Dingen von oben herab, also Ass 10, Ass 10 König und so weiter, um sozusagen viele Punkte zu bekommen und wenig Möglichkeiten zum Stechen zu lassen. Oder wenn man schon viele Unter auf der Hand hat, insbesondere den Alten und die Trumpfhoheit behalten möchte. Das Spiel heißt Grand und wird dann auch so angesagt. Also wenn ihr euch dann die Trumpffarbe aussuchen könnt, könnt ihr sagen, ich spiele Grand. Und dann weiß jeder Bescheid, dass nur die Untertrumpf sind. Ja, und das war's schon. Probiert es einfach mal aus, sammelt eure Spielerfahrung und in der nächsten Woche gibt es den dritten Spielmodus.